Warum bekommt man eigentlich keinen Stromschlag, wenn man das Gleis berührt? Ja, das ist eine interessante Frage. Hier oben drin in der Oberleitung sind 15.000 Volt. Und wenn da eine Lok lang fährt, die da oben den Strom abgreift, dann fließt er durchs Gleis wieder dahin zurück, wo er hergekommen ist, nämlich ins Unterwerk. Ja? Die speisen oben ein und die greifen auch unten wieder ab, der Strom, der zurückkommt. Weil es muss ja ein Kreislauf sein, sonst würde sich hier nichts bewegen. So, aber warum kriege ich jetzt keinen Schlag? Hier fließt der Strom durch, ne? So wie ich es gerade erklärt habe. Das liegt daran, dass ich und die Schiene das gleiche Potenzial haben. Wir sind beide geerdet, wir stehen beide auf dem Boden. Und deswegen hat der Strom überhaupt gar keine Lust, in mich reinzufließen. Ja. Der wüsste ja gar nicht warum. Ich bin ja sehr hochohmig, also ich habe einen großen Widerstand. Warum sollte er also in mich rein? Der kann ja einfach hier weiterfließen. Was anderes ist es, wenn ich unten stehen bleibe und oben anfasse. Weil dann gibt es eine direkte Verbindung von oben, von der Oberleitung, runter auf die Erde. Und dann bin ich sehr wohl ein sehr guter Leiter, auch wenn ich sehr hochohmig bin. Weil momentan ist das einzige Hindernis die Luft, ja, die den Strom von da oben hindert, nach unten durchzubrennen. Und ich, wenn ich das überbrücken würde, dann würde sich der Strom freuen. So, und deswegen können auch Vögel da oben auf der Leitung sitzen, ohne dass sie sich einen Schlag holen. Weil der Strom weiß nicht wohin. Der geht halt in den Vogel rein und wo soll er dann hin? Hat er kein Minus, kein Massepol, wo er sich entladen kann. Deswegen passiert da oben den Vögeln nichts, wenn die da drauf sitzen. Und uns passiert nichts, wenn wir da unten anfassen. So, gecheckt. Also, ist es gefährlich, da raufzufassen? Nein. Kriegen wir einen Stromschlag? Nein. Eins noch. Wenn das Gleis mal auseinandergeschnitten würde, ja, und wir würden auf der einen Seite anfassen und auf der anderen Seite, dann könnte es sein, dass ein bisschen Strom fließt. Das würde ich mal nicht probieren. So, jetzt muss ich aber weiter. Tschüss.